Ehre sei Gott, unserem Vater, der Schöpfer. Wenn wir sagen, der Vater, Gott ist der Vater, ist das auch damit gemeint, dass er die Autorität hat. Das ist ja das Bild des Sohnes Gottes, der auf die Erde kam. Er war der Sohn und der Vater im Himmel hatte die Autorität. Und der Sohn hat sich dem Willen des Vaters unterstellt. Das ist ja das Bild, Sohn, Vater. Er hat sich dem Willen des Vaters unterstellt. Also wir wollen auch da den Gott, den Vater und seine Autorität erkennen. Wie können wir das machen? Ganz einfach, der Heilige Geist sagt uns, der liebe Gott weiß es besser. Der Vater weiß mehr als du. Der Vater versteht alles. Du weißt so wenig. Mein Vater weiß alles. Einfach erkennen, dass der Vater mehr weiß als wir. Dass seine Weisheit und sein Wissen viel größer sind als unsere Weisheit, unsere Erfahrung, unser Wissen. Das kann man auch nur im Heiligen Geist erkennen. Aber das wollen wir erkennen, die Autorität des Vaters. Er weiß mehr. Und dafür wollen wir dankbar sein. Komischer Gedanke, dankbar für den Willen Gottes. Ja, wir haben manchmal so eine negative Auffassung vom Willen Gottes. Ja, dein Wille geschehe, das sieht immer so schlimm aus. Ich möchte mal das anders darstellen. Liebe Geschwister, wir glauben, dieser Glauben kommt aus dem Heiligen Geist, dass die 10 Gebote der Wille Gottes ist. So, wie sehen wir jetzt diese 10 Gebote? Als eine unmögliche Last, die wir tragen müssen? Da, das ist eine Einschränkung unserer Freiheit. Wir können nicht machen, was wir wollen, wegen den 10 Geboten. Und dann kommt noch das Gebot der Vergebung, das Gebot der Liebe. Ja, das ist, wir sehen darin keine Einschränkung unserer Freiheit, sondern eine Quelle des Segens. Wir wissen, der Vater weiß es besser. Wenn er das gesagt hat, mach das so, 10 Gebote, vergebe deinem Nächsten, liebe deinen Nächsten, ist das nicht, um unsere Freiheit einzuschränken, sondern weil er uns damit segnen will. Und es ist uns doch allen bewusst, wenn alle Menschen das machen würden, ging es der Welt viel, viel besser. Also bitte, der Wille des Vaters, sein Gesetz, ist keine Einschränkung der Freiheit, es ist eine Quelle des Segens für die, die danach leben. Und dafür sind wir dankbar, dass der Vater uns sagt, was wir nicht wissen. Und in der Länge wird sich beweisen, ja, der Wille des Vaters, der Weg Gottes, war ein Segen. Und dafür sind wir dankbar, dass wir diesen Willen erkennen können. Wir wollen dankbar sein für die Gebote, wissend, das ist der sichere Weg. Das ist der Weg zum Segen. Und wir wollen Gott ehren in allem, was wir tun, indem wir nach diesen Geboten handeln. Sei es jetzt die 10 Geboten, das Gebot der Liebe, das Gebot der Vergebung, was uns von Gott gegeben ist als Gesetz Gottes. Danach wollen wir leben. Okay, gewiss, manchmal macht es das Leben nicht einfacher, wenn man das so sagen kann. Es ist manchmal viel einfacher, ja, den Weg der Sünde zu gehen, ist gemütlicher. Ist auch manchmal rentabler sogar. In der Kürze, aber auf die Länge wehrt sich das nicht. Nein, wir erkennen den Willen Gottes als eine Quelle des Segens. Wir sind dankbar dafür und wir unterstellen uns diesem Willen, den Willen des Vaters, wie es Jesus Christus gemacht hat. Und so können wir den Vater verherrlichen, wie es Jesus Christus gemacht hat, durch unseren Gehorsam.